Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Weiter geht's mit Monster Train und der nächsten Daily Challenge. Mal sehen, was uns heute erwartet. Wir spielen mit den Umbras. Aha. Mit dem Exiled-Helden, dem Primordium. Der Verschlinger erhält Attack und Health dieser Einheit, okay? Und die erweckt, na, ist nicht schlecht. Zwei Vereine. Immer wenn du eine Karte auswählst, erhältst du eine Kopie davon. Ja, ist okay. Kann man machen. Füge dann am Anfangsdeck 5 Ballast hinzu. Alle Einheiten kommen mit 3 Lebensraub ins Spiel. Alle bedeutet natürlich auch die Gegner. Lebensraub heißt, wir heilen uns dadurch selbst. Und das gleiche bei den Gegnern. Okay, wir profitieren aber vermutlich eher davon als die Gegner. Gut, gucken wir, was wir machen können. Okay. Und wir kriegen noch 5-mal Ballast. Ne? Ja. Gut. Wenn du einen Zauber spielst, werden die Kosten von Zauberkarten auf deine Hand, die weniger kosten, für den Rest des Zuges auf 0 gesetzt. Das heißt, wenn wir einen extrem teuren Spell haben, wären alle anderen umsonst. Ja, kann man machen. Ha. Der Verschlinger erhält Attack und Health und Statuseffekte. Das heißt, wir übergeben auch den Lebensraub. Ich denke, dann ist das definitiv the way to go. Gegnerische Nicht-Boss-Einheiten kommen mit 3 Dornen. Ich denke, das können wir machen, dadurch, dass wir Lebensraub haben. Und da ist eine Covenant Drunk. Eins ist... Ja, hier sehen wir schon. Lebensraub. Ja. Setten wir einfach oben ab und übergeben unseren Zugbegleitern dann den Lebensraub. Ihr werdet das sehen. Jetzt hat er 3. Dieses Primordium kann 3-mal verschlungen werden. Das heißt, wir übergeben letztlich 3x3 Attack und 3x10 Health plus den Lebensraub. Ach, ärgerlich. Ich dachte, wir würden den hinteren noch kriegen. Sehr schade. Ja, genau deswegen. Obwohl, wir haben Glimmer. Stelle bei verbündeten Einheiten 2 Gesundheit her und füge gegnerischen Einheiten 2 Schaden. Ist hier sicherlich nicht verkehrt. Ihr seht schon, wir haben mittlerweile 18 Health und 6-mal Lebensraub. Also das skaliert hoch. Wir kriegen jetzt noch 3-mal Lebensraub und noch 3-mal. Das heißt, eine starke Unit kann hier ein Gamebreaker sein. Wurzelsaat. Wir geben uns natürlich selbst die 2 Attack, also unserem Helden. Denn das wird ja weiter vererbt. So. Jetzt ist es relativ egal. Der kommt oben an. Der hat momentan 21 Health. Wir können den killen. Wir können den killen. Ist... Ja. Definitiv können wir den killen. So. Eine Umbra-Unit werden wir nicht mehr kriegen zum Blocken, aber halb so wild. Ihr seht es natürlich schon, so stark ist diese Einheit hier oben nicht. 2035 ist natürlich jetzt aber auch nicht schlecht. Das kann man doch schon so sagen. Und 9 Lebensraub ist schon sehr, sehr ordentlich. Wir könnten uns oben heilen, können uns unten heilen, dann ist die hintere Einheit mit dead. Ja, passt. Okay, und der kommt jetzt ohne Lebensraub nach oben. Das heißt, der wird nicht lange bestehen bleiben. Wir könnten uns natürlich stärker machen, aber eigentlich gar nicht notwendig. So, die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir Units bekommen, kriegen wir die auch doppelt? Ich würde nämlich vermuten, ja. Raumprisma, 2-mal. Ja, Karte kostet nichts und gibt uns mehr Platz, warum nicht? Die regenerative Explosion, Rasiermesserschärfe. Wenn wir eine Einheit denn sehr viel stärker machen möchten. Oder Targeted Damage. Wir müssen halt aufpassen. Ja, wir nehmen uns die Rasiermesserschärfe mit, in der Hoffnung, dass wir einen halbwegs vernünftigen Helden kriegen. Und dafür müssen wir auch rechts lang. Leider, leider kein Animus. Ach, wir kriegen auch die Yunis 2-mal. Reichweite. Besiegen plus 3 Attack. Ha. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, um ehrlich zu sein. Die sind beide nicht so sonderlich toll. Nee, so sonderlich. Ich mag die beiden Einheiten nicht. Ich nehme hier tatsächlich keine von mit. Nicht gut. Brauche ich auch nicht oben bei den Units zu gucken. Leider wirklich keine tollen Einheiten. Ja, Units auf jeder Ebene, das kriegen wir hin, denke ich. Vor allem, wenn wir einmal Glimmer kriegen würden. Was wir, haben wir bekommen. Sehr schön. Aber keine Unit. Naja. Gut.
Hier kann man noch einen killen. Zack. Okay. Auch hier. Ja, tatsächlich stirbt schon der Dude. Aber das kriegen wir gerettet. Ja, das kriegen wir gerettet. Okay. Sieht gut aus. Ihr seht natürlich das Problem jetzt hier, ne? Unsere Unit ist nicht sonderlich stark. Was macht hier mehr Sinn? Ich denke, wir killen die unteren Units und benutzen die Wurzelsaat auf die hintere und machen das Ganze so, das passt. Ja, wir haben halt noch keine Einheit, die wirklich draufhaut. Ne? Es ist halt so. Wir können es nun mal nicht ändern. Hier könnten wir das Glück haben. Jawohl, haben wir auch. Wir hatten es sogar doppelt. Können nämlich jetzt unserem Zugbegleiter noch ein bisschen Attack geben und ein bisschen Health. Das ist schon nicht verkehrt. Die Einheit kommt durch, aber das können wir nicht verhindern. Wir haben hier schon wirklich viel Damage kassiert. Aber geht schon. Okay, und jetzt stellen wir noch weitere Units vor uns, die letztlich eigentlich nur unseren Hautraufhelden beschützt. Noch reicht es, aber ihr merkt schon, die beiden vordersten Units sterben. Und nur die hinterste hat überlebt, trotz Lebensraum. Also hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, sobald wir eine Unit haben, auf die wir uns verlassen können, passt das. Wut? Nö, nicht zwingend. Lebensraum haben wir genug. 3-3. Tatsächlich gar nicht schlecht. Stachel ist auch nicht schlecht. Eine Karte, die nichts kostet, nehme ich gerne mit. Und wir müssen wieder rechts lang, denn wir brauchen einen. Wir haben exakt die gleichen wiederbekommen. Naja. Das ist wirklich nicht toll, aber ich komme nicht drum herum. Wir haben leider auch nichts zum kontinuierlichem Heilen. Das ist echt scheiße. Ich muss sie jetzt leider mitnehmen. Nicht gut. Kein guter Start für mich. Verbessere eine Einheit mit 25 Leben. Tja. Wie gesagt, toll sind die jetzt alle nicht, aber naja. Nehmen wir das mal auf die erweckte Hülle mit. Uns fehlt ein Hau drauf. Ärgerlicherweise können wir unten wieder keine richtige Unit mitnehmen. Beziehungsweise wir könnten eine Unit mitnehmen, aber könnten dann nicht zum Waffenschmied. Das ist ein extrem seltsames Setup gerade. Naja. Noch ist nichts passiert. Passt also. Versuchen wir trotzdem der erweckten Hülle unsere Stat-Buffs zu geben, damit sie ein bisschen stärker wird. Wir könnten sie heilen. Ja, machen wir auch. Unten ist es völlig egal. So verschwindet es aus dem Deck. Und ich habe euch das ja schon öfters gesagt. Wichtig ist, dass unser Deck klein bleibt. Jetzt macht der Stachel natürlich Sinn. Es ist schön, den jetzt zu bekommen. Einheit soll stärker werden. Einmal Morsel generieren, die wir oben noch nicht verwenden können. Ärgerlicherweise. Aber ist nun mal so. Wir haben auch keinen richtig krass fetten Heal aktuell. Aber die können wir komplett killen. Könnten wir. Ja, machen wir auch. Ich denke, diesen einen Damage. Ah, nee. Warum? Warum sollte ich? Wenn wir jetzt wenigstens eine ordentliche Heal-Card hätten, wäre das alles was anderes. Die laufen direkt nach oben durch. Das kann ich nicht verhindern, leider. Aber gut. Er skaliert aber schon ziemlich schnell hoch. Also das ist natürlich ein krasser Vorteil jetzt von dem Lebensraum. Ne? So, und jetzt wäre natürlich ideal, wenn wir Glimmer kriegen. Und das haben wir bekommen. Denn dadurch sterben so einige, wie ihr seht. Mit so viel Health können wir auch ohne weiteres 10 Attack und minus 2 Leben vergeben. Ja, denke ich schon. Trotzdem kommt noch eine Einheit durch. Wir haben schon wirklich die Hälfte von unserem Leben verloren. Das ist alles andere als schön, aber was soll man machen, ne? Dafür bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Boss schaffen. Die kleineren Einheiten, die sind jetzt tatsächlich das größere Problem. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier Probleme haben, genau. Vielleicht ist der gar nicht so schlecht mit dem Lebensraum. Vielleicht können wir ihm... Ja, es kommt drauf an. Mantelwesen-Methose, Gesang der Okkultisten, ziehe eine Einheit und wende plus 20 und 0 Kosten an. Kann hilfreich sein. Kann. Ist ja, was ich versuch's. Wir sind bei 31... Ach, guck mal.
Da hatten wir auf einmal den Animus. Boah, das ist natürlich jetzt eine Überlegung. Der Schmelztiegelaufseher ist wirklich nicht verkehrt und wir bräuchten den, glaube ich. Haben wir denn? Ja, warum nicht? Und gehen auf, tja, alles nicht verkehrt. Wir gehen auf die Reue. Hier hätte ich tatsächlich von allem was gebrauchen können. Aber wir möchten den Schmelztiegel auch sehr verbessern. Am besten mit einem Multischlag. Endlos ist uninteressant, das brauchen wir nicht. Ein Greatstone. Ja, kann man machen. Dann ist es ein schöner Start. Und dann vielleicht noch mit Multischlag. Oder Flink. Ja, ich denke... Ja, wir machen es einfach. Wir haben davon letztlich ja zwei. Das hier soll eigentlich nur ein Tank werden. Aber ich... Ach, ich weiß es nicht, ey. Das ist irgendwie sehr, sehr weird hier, das Ganze. Ein ziemlich seltsames Setup. Naja, mal gucken. Ist ja noch relativ früh. Drei Lebensraub und zwei Schadenschild. Oder fünf Buffet. Ja, das möchten wir auf jeden Fall haben. Denn wir möchten ja unseren Nugget-Verschlinger letztlich stärker machen. Den wir leider nicht gezogen haben. Kann man nun mal nicht ändern. Mit Glück kriegen wir den hinteren Toten. Nein, kriegen wir nicht. Dann eben so. Da haben wir endlich den Schmelztiegelaufseher. Und der soll gefressen werden. Gut. Unten sieht das Ganze ordentlich aus. Hier ebenfalls. Denn mit dem Lebensraub machen wir uns schon echt stark. Das kann man schon so sagen. Ja. Okay. Sieht gut aus. Oben hingegen noch nicht. Aber das können wir fixen. Nämlich so. Nein, so nicht. Ich hätte es dem Vorderen geben müssen. Er kriegt wahrscheinlich jedes Mal 10 Rüstung, ne? Ja. Gut, dann muss er halt durchkommen. Kann ich jetzt nicht ändern. Hätte ich das anders gespielt, wäre er nicht durchgekommen. Habe ich aber nicht. Okay, oben passt. Da könnte ich mir theoretisch, wenn ich möchte, einen Damage sparen. Ebenso wie hier. Machen wir es hier. Den Mineneinsturz zu spielen macht, glaube ich, auch Sinn. Ha, super. Auch wenn ich keinen Platz habe. Okay, und eine Einheit noch killen. Zack. Hat doch was. Ja, das hat was. Ha, toll. Jetzt kriegen wir den Gesang der Okkultisten. Ja, ist ja klasse. Brauche ich nur jetzt gerade nicht. Zwei Schadenschild und 6 Wut. Ich denke nicht. Nein. Toll. Jetzt kriege ich das Raumprisma. Na, klasse. Okay, aber das war dafür ziemlich gut. Platz haben wir trotzdem nicht für lange. Ja, doch. Haben wir. So. Also er wird schon echt lange aufgehalten. Doch, mittlerweile. Das müssen. Nice. Ich habe einen Morsel bekommen mit 20 und 1. GG. Zack. Ach, der ist ja schon tot. Ach ja, gut, dann. Habe ich nicht bedacht. Der Lebensraub ist echt krass. So, definitiv nichts davon. Deck ist groß genug. Eingelegten Dorn kann man machen, aber wir spielen ja nicht auf Dorn. Nee. Gucken wir lieber, dass unsere Units stärker werden. Sättigungsfertigkeiten werden ein weiteres Mal ausgelöst. Perfekt für unseren Nugget-Dude. Wie gesagt, Endlos brauchen wir nicht. Und noch ein Riesenstein. Tja, wir könnten ihm den auch geben. Ha, möchten wir das? Füttern können wir ihn nicht so sehr. Aber wir brauchen das, glaube ich. Oder natürlich, wir geben ihr das. Ja, komm, was soll's. Ich bin ein wenig unglücklich mit den... Oh ja.
mit den Optionen, die wir angeboten bekommen in der Waffenschmiede, aber naja. Ist nun mal so. Das ist theoretisch der falsche Schmelztiegel auf Seam. Aber ich fange trotzdem an, ihn zu spielen. Ja. Da haben wir die erweckte Hülle. Sehr schön. Mit ein bisschen Glück. Nicht ganz. Damit sparen ist gut. Ja, das geht noch gut aus. Können wir hier das Engelchen mitnehmen. Der Greatstone hier unten hin. Ja, das ist okay. Also wie gesagt, ich weiß, wir sind noch weit weg. Weit weg. Von Dingen, die wir schaffen könnten. Aber wir müssen halt langsam rampen. Okay. Keine Einheit mehr, deswegen macht der Gesang der Okkultisten leider auch gerade gar keinen Sinn. Hier können wir, den kriegen wir wieder nicht kaputt. Noch nicht. Nicht mal mit Wut, oder? 12 mehr. Möchte ich mir 3 Glut entzugeben, ist die Frage. Gibt es viele Karten, die spielen? Wisst ihr was, ich mach das. Ich mach das jetzt einfach. Kommt durch, macht Damage, kann ich nicht ändern. Ihr werdet jetzt sehen, dass der Glutentzug übertragen wird. Natürlich weniger schön, aber dafür stirbt oben alles. Und deswegen ist der Multischlag so wichtig. Immer noch 0. Na gut. Ich bin kein Freund davon, wenn ihr mir so viel Damage macht. Wisst ihr das? Hier ist einiges an Tarnungsdecks verloren gegangen. Das ist sehr schön. Der kriegt jetzt schon einen Batzen an Damage. Not bad, not bad. Ein bisschen Ember-Management, ein bisschen Health-Management und da passiert nichts. So, jetzt komm, gib mir Multischlag und ich bin zufrieden. Mehr sage ich doch gar nicht. Dafür nehme ich auch nichts weiteres mit. Nein. Vielen Dank. Artefakt, ach, wir müssen den verbessern. Wie gesagt, ich würde gerne anders, aber ich kann nicht. Flink könnten wir theoretisch einer Unit geben. Aber wem? Ach, might as well. Hier wirkt der Hülle. Und jetzt komm, gib mir einen Multischlag. Danke sehr. Na, geht doch. Jetzt fangen wir nämlich mit 35 mal 2 an. Geht doch. Mit ein bisschen Glück kriegen wir hier auch... Nein, kriegen wir nicht. Wir hätten hier die Möglichkeit haben können, noch ein weiteres Upgrade auf unsere Units zu vergeben. Zum Beispiel, dass der Platz kleiner wird. Hat leider nicht dazu gereicht, beziehungsweise wir hatten das Glück nicht. Aber hat so Glück. Das ist wieder mal die falsche. Die soll natürlich auch nicht gefressen werden. Ich muss aber, glaube ich, in der Mitte setupen, wenn ich das so sehe. Sonst ist meine Unit nämlich dead. Heieiei. Ah, lucky me. Zack. Da ist er. Den wollte ich haben. Okay, der wird definitiv durchkommen. Da sehe ich auch kein Vorbeikommen mehr. Okay. Ne, macht wirklich kaum Unterschied. Da kann ich es genauso gut hier unten spielen. Sehr schade, dass der wieder durchkommt mit so viel Leben. Aber naja. Wenn ich Glück habe, ist das der letzte, der jetzt erstmal durchkommt. Ich habe auch leider nichts, um die Backline zu killen. So, wir könnten noch eine starke Unit ziehen. Und das machen wir auch zuerst mal. Ein Zugbegleiter mit 25 und 28. Why not? Stell dich halt dazu. Oder? Ja, warum nicht? Wir haben ihm Flink gegeben. Ich verliere 6. Na gut, ich habe den Lebensraub. Ne? Jetzt heile ich mich dadurch. Und noch ein Tank davor. Ja, das ist okay. Hätte besser sein können, hätte schlechter sein können. Naja. Aber ihr seht schon, der Doppel- oder der Multi-Strike macht sich schon bemerkbar. Wir sind schon bei 69 mal 2. Ja, auch das macht Sinn zu spielen. Die Unit heilt sich schon wirklich schnell hoch. Das kann man schon so sagen. Unser Held ist zu Ende gefressen.
Und wir haben keine Nuggets sonst. Das ist aber 69. Ach so. Na gut. Müssen wir dich halt so stärker machen. Können wir hier noch jemanden killen? Nein, können wir nicht. Haben wir noch Lifesteal bei unserem Dude? Nö, haben wir nicht mehr. Das ist aber jetzt weniger schön. Aber gut, dann halt der Hölle unten. 140 Leben ist schon nicht verkehrt. Stirbt, stirbt. Sehr schön. Und da kriegen wir sogar noch ein Nugget für uns, der es hier nicht überleben würde. Und da auch nicht. Naja. Kann ich nicht ändern. Der Typ hat Sweep, der würde meine Backlines angreifen. Ich habe noch immer nichts, was davor steht. Ich glaube, ich sollte mich eher auf den unteren Dude konzentrieren. So. 300 Schaden machst du also, ha? Jetzt 400. Wisst ihr was? Das könnte ein dickes Problem werden. Naja, gucken wir mal. Wir haben nämlich jetzt keine Einheiten, die davor sind, um ihn zu blocken. Und er macht halt 20 Schaden, ne? Und auch keine einzige Einheit gezogen. Nice. Dann ist die letzte Hoffnung hier oben. 180. Können wir das noch? Ja, das könnten wir eventuell noch ein bisschen optimieren. Das heißt, es nur Reihenfolge einbehalten. Zack. Und das. Okay, er überlebt mit 50. Naja, gut. Ist dann halt so, ne? Kann ich nicht ändern. Sollte uns aber noch nicht umbringen. Ach, uns fehlt ein bisschen Power. Wende Flink an. Jede Runde voll heilen, ha? Ja. Und wir nehmen mehr Platz. Ja, jede Runde voll heilen kann einen riesigen Unterschied machen. Gibt es was, was wir verdoppeln möchten? Ich glaube nicht. Aber ich möchte Magien eventuell haben. Zauber erhalten einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Ideal, gerade wenn ich jetzt hier bin. Einen Doppelstapel, irgendwas doppelt. Wende 4 Schadensschild, 12 Wut. Nein, das möchten wir nicht. Das ist gut, um eine Karte aus dem Deck zu bekommen. Permafrost, eine Karte, die wir durchgehend auf der Hand behalten wollen. Gibt es die? Leider auch nicht. Ich bin ein bisschen sprachlos. Wir haben wirklich ein schlechtes Loadout gerade. Ein wirklich schlechtes Loadout. Hier kann man nicht wirklich viel mitmachen, leider. 8 Buffet und 3 Lebensraub. Muss. Ist zu gut. Ich krieg so viel Lebensraub dadurch. Komm, mit 8 Attack. Das, glaube ich, können wir machen. Es kann sein, dass ich dabei jetzt drauf gehe. Aber wir sind bei 33 Karten. Oh, ich hasse sowas. Wieder der Falsche. Nee. Naja, gut. Dann muss er halt jetzt unten stehen. So. Stirbt, aber kann ich nun mal nicht ändern. Wir könnten Glück haben. Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. 4, ha? Mit 80 Health. Dann gehst du nach oben. Wisst ihr was? Ich habe den Run gerade verkackt. Ja, genau deswegen. Ich habe quasi 8. Ah, oh, das war echt dumm. Das war wirklich, wirklich dumm gerade. Naja, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Den Run habe ich definitiv verkackt. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Weil jetzt wird mein Held nämlich kein Mal verschlungen. Und statt effektiv, ich weiß nicht, 8 Mal 3 Schadensschild abzugeben, habe ich einfach nichts. Naja, da habe ich halt nicht aufgepasst. Das kann passieren. Aber um ehrlich zu sein, ich war von Anfang an kein Freund von dem Run. Wir hatten einen echt mieses Loadout an Upgrades. Keins von dem, was ich mir gewünscht habe. Multistrike relativ spät, nachdem wir nur noch die Hälfte an Energie hatten. Bin ich nicht so zufrieden mit dem Run, wie er gelaufen ist, aber naja. Kann ja nicht immer gewinnen, ne? Ich bedanke mich jedenfalls bei euch. Ich danke
oder ich hoffe, ihr hattet Spaß und es war halbwegs unterhaltsam für euch und wir sehen uns hier morgen wieder. Habt einen schönen Abend und bis dann. Bye, bye.